Hier mal ein direktes Beispiel, was wir in Mathematik schnell mal gemacht haben, um Verhältnisgleichungen zu klären. Verhältnisgleichungen, um eben stöchiometrisch zu rechnen. Hier, das ist eine Verhältnisgleichung. Jetzt muss ich allerdings sagen, dieses Video, das hat noch keine Erklärung, denn ich musste dieses Mini-Video erstellen, damit ihr direkt zu dem Beispiel kommt und nicht erst vorher den ganzen Unterricht angucken müsst und euch durchklicken müsst. Genau deswegen habe ich solche Videos erstellt und jetzt müssten langsam die Links erscheinen, deswegen rede ich noch so viel. Aber ich bitte euch um eins, also bevor ihr dann da draufklickt auf diesen Link, nochmal ganz schnell überlegen, ist das ein Daumen hoch oder Daumen runter wert? Weil ich muss es ja auch wissen, ob das so geht, ob ich euch direkt dahin führen kann oder nicht. Na dann, viel Freude beim Anschauen und beim Verstehen.